energievoll in die Zukunft, so das Motto der gestrigen Landesversammlung des Südtiroler Bauernbundes. Nach der Begrüßung aller anwesenden Vertreter und Vertreterinnen aus Politik, Verbänden und bäuerlichen Organisationen sagte Landesobmann Leo Tiefenthaler: Wir brauchen ein Umdenken in der Energiepolitik und bei der Lebensmittelversorgung, weg von globaler Abhängigkeit und hin zu mehr lokaler Versorgung. Diese Forderung unterstrich auch der Präsident des österreichischen Bauernbundes, Georg Strasser, der als Hauptredner geladen war. Der ÖVP-Politiker Georg Strasser ist seit Oktober 2013 Abgeordneter zum österreichischen Nationalrat und seit August 2017 österreichischer Bauernbundpräsident. Die Gesellschaft brauche Orientierung und richtige Entscheidungen, und da gelte es, die richtigen Fragen zu stellen. Diese seien, so Strasser, folgende: Wie ernähren wir Europa, wie ernähren wir die Welt und wie machen wir Europa energieunabhängig? Und dabei kann und will die Landwirtschaft in Europa eine zentrale Rolle spielen. Das gehe aber nicht ohne die Unterstützung durch Politik und Verbraucher. Also das größte Problem in der Landwirtschaft in Europa und in Österreich ist aktuell der Kostendruck. Das muss ich ganz offen sagen. Die steigenden Betriebsmittelkosten und die Möglichkeit dann der Umsetzung über Produktpreise dann auf seine Kosten zu kommen. Also das ist ein Problem. Ich hoffe, dass die Energie- und Betriebsmittelpreise in den nächsten Monaten nicht weiter anstiegen bzw. fallen, weil das würde ein direktes Durchrechnen auf die Lebensmittelpreise notwendig machen. Neben den hohen Produktionskosten sind es auch die diversen Umweltauflagen, die die Kosten für Lebensmittel verteuern. Immer strengere Anforderungen in Sachen Tierwohl, Klimaschutz, Biodiversität, Wasser- und Bodenschutz schränken die landwirtschaftliche Produktion ein. Dennoch wolle Österreich den Weg der gesunden Lebensmittelproduktion weiterverfolgen. Die österreichischen Bäuerinnen und Bauern sind da schon bereit zu liefern. Wir nehmen an diesem sogenannten Umweltprogramm in Österreich zu über 80% teil. In Österreich gibt es 25% Biobäuerinnen und Biobauern. Und es braucht aber korrespondierend zur Unterstützung der Politik für die bäuerlichen Familienbetriebe auch die Märkte, die diese Produkte, die zu höheren Preisen erzeugt werden, nachfragen. Alles, was bestellt wird, ob das jetzt ein Strohschwein ist oder ein Bioapfel, muss letztendlich auch am Markt gekauft werden. Und wir fordern da einfach nicht nur die Unterstützung der Politik, sondern auch die Solidarität des Handels und der Konsumentinnen und Konsumenten. Wer bestellt, muss letztendlich auch den Produktpreis bezahlen. Denn nur so werden die Bauern und Bäuerinnen weiterhin hochwertige Lebensmittel in Europa produzieren können und die Verbraucher und Verbraucherinnen auf sichere und besser kontrollierte Produkte zurückgreifen können. Die Gefahr aber, dass bei steigenden Kosten wieder mehr aus aller Welt importiert wird, ist groß. Der größte Widerspruch, den es aktuell in der europäischen Politik gibt, ist, dass zum einen der Green Deal, die Farm-to-Fork-Strategie, alles, was sozusagen neue Ansprüche für die Land- und Forstwirtschaft bedeutet, dass das jetzt auf den Weg gebracht wird im Sinne von Gesetzen und Verordnungen. Und auf der anderen Seite zeitgleich versucht wird, über das Handelsabkommen Mercosur Lebensmittel aus Ländern, die bei weitem nicht unsere Standards erfüllen, zu importieren. Und das ist einer der größten Widersprüche und der macht die österreichischen Bäuerinnen und Bauern wirklich rasend. Die Bauern in Europa, in Österreich und auch hierzulande sind wohl auch deshalb sehr interessiert daran, neue Einkommen zu erwirtschaften. Und da bietet die Energiefrage großes Potenzial. Der Bauer als Energiewirt, das war ein weiteres Schlagwort auf der gestrigen Landesversammlung des Bauernbundes. Der energieautarke Bauernhof war dabei genauso Thema wie die Landwirtschaft als grüner Energielieferant, etwa mit Biomasse aus der Nutzung von Holz, Biogas aus der Nutzung von Gülle, Mist und anderen organischen Stoffen sowie über Photovoltaik und Agrifotovoltaik, also grüner Strom aus der Doppelnutzung von landwirtschaftlichen Kulturen durch Überdachung mit Photovoltaikanlagen. Man kann einen bäuerlichen Familienbetrieb auch als Energiezelle bezeichnen. Zum einen haben wir viele Dächer in der Landwirtschaft in ganz Europa und wir wollen diese Dächer
für Photovoltaik nutzen. Dazu braucht es Genehmigungen, dazu braucht es aber vor allem einen Netzausbau. Hier sind die Energieversorger gefordert, auch die Netze zu stärken, damit letztendlich auf unseren Dächern oder im Sinne einer kombinierten Nutzung landwirtschaftliche Produktion und Photovoltaik bei den Bäuerinnen und Bauern Strom aus Photovoltaik erzeugen können. Wir sind in den Kinderschuhen, aber ich sehe dort großes Potenzial, in einer Erwerbskombination Lebensmittelproduktion und Stromproduktion auf Flächen, die im Besitz von Bäuerinnen und Bauern sind. Sagte Georg Strasser, Präsident des Österreichischen Bauernbundes, auf der gestrigen Landesversammlung des Südtiroler Bauernbundes. Auch Südtirols Landwirtschaft setzt große Hoffnungen in die Energieproduktion. Die Landwirtschaft, so Bauernbund-Obmann Leo Tiefenthaler, müsse Teil der Energiewende sein. Wenn Südtirol bis 2030 die CO2-Emissionen um 55% reduzieren und bis 2040 klimaneutral werden wolle, brauche es jedoch mehr Erleichterungen bei den Genehmigungsverfahren. Bei der Landesversammlung wurde auch der Dr. Steinkeller Stiftungsbeitrag für den Erhalt bäuerlicher Baukultur überreicht, und zwar an Familie Bauer, die ihren Turnerhof in Untermais vorbildlich saniert hat. Und auch die drei heurigen Bergbauernpreisträger wurden geehrt. Dazu gleich mehr. Land und Leben. Magazin für Landwirtschaft. Seit über 4 Jahrzehnten vergibt der Südtiroler Bauernbund den Bergbauernpreis, der von den Raiffeisenkassen Südtirol gestiftet wird. Der heurige Bergbauernpreis geht an die Familien Schrott aus Latz von Sklausen, Bremstaller aus Turnholz-Sarndal und Brucker aus Blatt in der Gemeinde Moos in Passaia. Die Bergbauernpreise wurden gestern auf der Landesversammlung des Südtiroler Bauernbundes überreicht. Michael Del Tedesco berichtet darüber. Sie stellen hochwertige Lebensmittel her, erhalten die Landschaft, sind in Vereinen und Verbänden aktiv und pflegen so Tradition und Brauchtum. Die Rede ist von den tausenden Bergbauernfamilien in Südtirol. Stellvertretend für sie haben der Südtiroler Bauernbund und die Raiffeisenkassen wieder drei vorbildliche Bergbauernfamilien für ihre besonderen gesellschaftlichen Leistungen geehrt. Eine der Familien, die gestern den Bergbauernpreis erhalten hat, ist die Familie von Helmut und Edith Bremstaller vom Hof Ötzer in Dornholz im Sarntal. Sie bewirtschaften 6,5 Hektar Wiesen und die 5,5 Hektar Pachtflächen. Dank der Direktvermarktung mit der Milch vom Hof werden rund ein Dutzend Bio-Käsespezialitäten hergestellt, kann die Familie den Hof in Vollerwerb führen. Ihre Jobs haben Helmut und Edith Bremstaller dafür aufgegeben. Unsere Chance war eben, die Käserei zu übernehmen für unseren Nachbar, so mir die Möglichkeit eben daheim zu bleiben. Das heißt, wir müssen immer auswärts arbeiten gehen und können so mit daheim mit der Familie zusammen sein und zusammen direkt arbeiten, brauchen nicht lange Vorwege und können ein tolles Produkt an unsere Kunden weiterverkaufen. Und ich glaube, das ist eigentlich die schönste Genugtuung, was man als Direktvermarkter haben kann. Viel hat die Familie in den letzten Jahren investiert, um den Hof mit seinen 116 Erschwernispunkten bestmöglich bewirtschaften zu können. Angefangen haben wir mit dem Wirtschaftsgebäude, das ist natürlich sehr alt gewesen, in die Jahre gekommen. Und dann haben wir zusammen daraus noch langen hin und her eben einen Kompoststall gebaut. Danach natürlich die familiäre Situation, die Altbauern, die Jungbauern, damit das ein bisschen ein gutes Auskommen ist, haben wir noch zusätzlich zu den Wirtschaftsgebäuden eben eine landwirtschaftliche Garage und zusammen auch eine Wohnung für uns, für die Jungen gemacht und die Altbauern sind im alten Gebäude. Die Käsespezialitäten werden ab Hof, an Private, am Sarner Bauernmarkt und die Gastronomie verkauft. Jetzt mittlerweile kommt man drauf eigentlich, dass einfach die Arbeitsabläufe viel schneller sein. Man ist ein bisschen flexibler. Was in Wirtschaftsgebäuden vor allem gut funktioniert, ist, dass einfach das Tierwohl, glaube ich, sehr gut ist, relativ gut. Und vor allem auch die Arbeit ist einfach und auch frauenfreundlich, muss man sagen. Für ihren Mut, den Glauben an die Berglandwirtschaft und die mustergültige Führung hat die Familie Bremstaller den Bergbauernpreis erhalten. Ein Vorbild sind auch Michael und Waltraud Brucker und die Kinder Monika, Thomas, Maria und Petra vom Hof Pharmazon in Blatt in der Gemeinde Moos in Passaia. Der Hof erfordert viel Arbeit. Mühevoll hat Michael Brucker die extrem steilen, 7,5 Hektar großen Wiesen verbessert, damit sie mit Maschinen bewirtschaftet werden können.
Mit den Steinen, die in mühevoller Arbeit zerkleinert wurden, hat Michael Bucker eine 200 Meter lange Stützmauer errichtet. Seit einigen Jahren produziert Bucker Heumilch, obwohl die Lage des Hofes dafür alles andere als günstig ist. Ja, das Problem ist, Prinz, die Sonne kommt ziemlich spät. Es ist ein Bergrücken überhalb von Hof mit Bäumen und alles. Und da hat es die Sonne praktisch sehr gegen die Zähne miteinander. Dann ist bald das Wetter, wie es auch Luft ist, bald Gewitter kommen, nach dem Tag die Gewitter kommen. Sind wir oft nicht in Stand, das Futter dafür einzubringen, weil man praktisch, man kann sich gegen Nachmittag wenden. Und noch bis es durch sein soll, ist oft halt noch das Gewitter dabei gekommen. Dann sind wir irgendwie benachteiligt, was das Gelände anbelangt. Die Milchwirtschaft ist die Haupteinnahmequelle am Hof. Daneben bessert Michael Brucker das Einkommen mit einer Photovoltaikanlage, beim Skilift und der Waldarbeit auf. Trotz mehrerer Standbeine ist es nicht einfach, von einem Bergbauernhof zu leben. Es war wünschenswert, wenn man auf dem Hof so viel Einkommen hat, dass man zusammen bleiben kann. Weil zurzeit ist es alles so, dass man muss praktisch zweimal arbeiten, um einmal zu leben. Wenn man will, den Hof weiterbringen oder investieren oder so oder so andere Dinge. Und sie bleibt halt, sie stehen. Trotz aller Schwierigkeiten sind Michael und Walter Brucker und die Kinder mit Leib und Seele Bergbauern und scheuen keine Mühen, um das Beste aus ihrem Hof Pharmazon zu machen. Die dritte Bergbauernpreisfamilie ist die Familie von Johann und Juliane Schott vom Hof Oberdinner in Latzfons in der Gemeinde Klausen. Zum Hof gehören 5 Hektar steile Wiesen und eine 19 Hektar große Alben. Seit über 250 Jahren ist der Hof im Besitz der Familie. Dafür haben Johann und Juliane Schott vor einigen Jahren die Erbhofurkunde erhalten. Die Milchwirtschaft ist auch am Oberdinnerhof die Haupteinnahmequelle. Als einer der ersten hat Johann Schott einen Laufstall für die Fleckviehrinder errichtet. Eine gute Investition, die sich nun bezahlt macht. Ja, die Vorteile vom Laufstall sind einmal logisch der Tierkomfort. Und das Viech kann frei mit angehen und es ist einfach mir der Laufstall nur vor allem gefallen schon. Sorge bereitet der Familie die Preisentwicklung. Der etwas gestiegene Milchpreis kann die Preissteigerungen bei den Betriebsmitteln nicht kompensieren. Johann Schrott hofft daher auf deutlich höhere Preise bei Milch und auf die Unterstützung der Konsumenten. Ja, der Milchpreis ist allerweil wirklich ein Problem oder halt das Problem sind die Kosten. Das wird sich in Galing schon hoffentlich hinpendeln oder halt Mozis hinpendeln. Der Konsument ist logisch gefordert, weil sie ja auch die einheimischen Produkte kaufen. Und wir hoffen halt das Beste und positiv in die Zukunft schauen. Als Zusteller von landwirtschaftlichen Produkten und als Pflegehelferin bessern Johann und Juliane Schrott das Betriebseinkommen auf. Für ihre Beharrlichkeit und ihren Fleiß haben Johann, Juliane, Josef, Hannes und Lena Schrott den Bergbauernpreis 2023 erhalten. Und wer mehr über die Bergbauernpreisträger 2023 erfahren möchte, hat dazu am 8. März die Gelegenheit. Dann wird der Bergbauernpreisfilm um 20.20 Uhr bei uns auf RAI Südtirol ausgestrahlt. Land und Leben. Infos und Termine. Gut informiert gegen den Borkenkäfer. Hinschauen und handeln lautet die neue Kampagne des Landes zur Bekämpfung des Borkenkäfers. Die nächsten 8 Wochen sind laut Landesabteilung Forstwirtschaft entscheidend, um einen Vorsprung im Kampf gegen den Borkenkäfer zu erlangen. So ist eine neue Homepage eingerichtet worden mit vielen Informationen. Zudem werden Videoclips über die sozialen Netzwerke verbreitet und es gibt ein YouTube-Video sowie Experteninterviews. Zielgruppe sind dabei nicht nur die Waldeigentümer, sondern die gesamte Bevölkerung. Zudem wurden in Zusammenarbeit mit dem Schauspieler Thomas Hochkofler Videos gedreht, die den Waldbesitzern und der gesamten Bevölkerung das komplexe Thema mit einem Schmunzeln nahebringen sollen. Im Internet zu finden unter naturgefahren.provinz.bz.it/de/Borkenkäfer. Samenwelten heißt die Ausstellung, die noch bis zum 11. März in der Gärtnerei Scholian zu sehen ist. Anhand von Gebrauchsgegenständen und Gartengeräten wird die Geschichte des Saatguts erzählt. Zusammengestellt vom schwäbischen Landschaftsarchitekt, Sammler und Kurator
Wolfgang Hundbiss, der für diese Sonderausstellung einen Teil seiner mittlerweile 8000 Gartengeräte zur Verfügung gestellt hat. Saatzucht und Saatvermehrung haben eine lange Tradition. Vor rund 13.000 Jahren haben die Menschen begonnen, Saatgut zu züchten. Sie wählten aus essbaren Wildpflanzen die besten aus, domestizierten und veränderten sie, wurden sesshaft und konnten die wachsende Bevölkerung ernähren. Größe und Gewicht von Samen sind sehr unterschiedlich. Gesundheit und Sortenreinheit spielen eine wichtige Rolle. Wenn Saatgut kühl und trocken gelagert wird, behält es seine Keim- und Triebkraft über viele Jahre. Das und mehr erfahren und erleben Sie in der Ausstellung Samenwelten noch bis zum 11. März in der Gärtnerei Schulian in Bozen. Der Eintritt ist frei. Zu den Viehversteigerungen noch. Die Kofi-Versteigerungen entfallen in der kommenden Woche. Die nächste Kälberversteigerung ist am Montag, 6. März in Bozen und am Dienstag, 7. März findet auch in Bozen die Nutztierversteigerung statt. Der Braunviehzuchtverband lädt jedoch an diesem Donnerstag, 2. März, zu seiner Versteigerung. Im Angebot sind 170 Tiere der Rassen Braunvieh, Jersey und Originalbraunvieh. Beginn ist um 11 Uhr. Und das war Land und Leben, das Landwirtschaftsmagazin von Reis Südtirol. Alle Sendungen sind auch zum Nachhören abrufbar in unserer Mediathek oder über die Reis Südtirol App. Danke für Ihr Interesse, sagt Mariana Casarola mit Karl Pfeiffer und Daniele Mistura an der Technik. Musik.